begleitet uns heute nach Muscat. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier von AIDA Cosmon, heute aus Muscat, dem Oman. Wir sind bereits aus dem Schiff raus, haben gut gefrühstückt. Es ist relativ früh, also das Schiff hat schon um 7 Uhr hier gehalten. Wir haben jetzt knapp 9 Uhr und wir wollten eigentlich den Big Bus nehmen, den zeige ich euch gleich die Aufnahme. Aber der hat 80 Euro pro Person gekostet. Und das war uns tatsächlich viel zu teuer für den Big Bus. Wir haben jetzt hier ein Taxi gefunden. Die stehen hier direkt am Ausgang. Wir bezahlen jetzt für 3 Stunden 90 Euro für alle zusammen. Und nicht nur 80 Euro pro Person. Also das ist schon echt heftig. Man kann auch 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden und ja. Jetzt geht's los. Der Big Bus fährt hier durch Muscat. Aber er kostet 80 Euro pro Person. 80 Euro. Ich dachte, ich falle vom Stuhl, als ich den Preis gesehen habe. Man kann mit Bordkarte bezahlen. Wir haben zwar ein Angebot bekommen, wir waren jetzt zu viert. Wir hätten nur 3 Personen bezahlen müssen. 60 Euro finde ich dennoch ganz schön teuer für einen Big Bus. Aber da hat man ja schon einen AIDA-Ausflug buchen können. Wir gehen jetzt mal raus und gucken, ob wir da ein Taxi oder irgendwie sowas finden. Der erste Stopp für uns ist die Grand Mosque, also die Moschee. Und deswegen bin ich jetzt hier auch schon so eingepackt. Hier ist natürlich Kopftuchpflicht für Frauen und langärmelige Sachen. Und ja, schauen wir uns auch die Moschee mal an. Eintritt ist übrigens kostenlos. Das hier ist ein Gebetsraum. Wir mussten jetzt hier die Schuhe ausziehen. Und hier ist wohl einer der größten Männergebetsräume. Ich weiß nicht, ob weltweit. Aber das ist der hier wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich kommen wir da auch gar nicht rein als Frau. Weil es ist ja ein Männergebetsraum. Also das ist hier der Gebetsraum für die Männer tatsächlich. Diese Riesenhalle mit dem wunderschönen Kronleuchter hier oben. Echt riesig, wenn man sich das mal so anschaut. Thank you.
Hier können sich die Frauen die Füße waschen, bevor sie dann in den Gebetsraum gehen. Das waren einige Eindrücke hier von der Moschee in Muscat. Die liegt tatsächlich so knapp 20, 25 Kilometer entfernt von der Stadt. Und zum Beispiel der Big Bus wäre hier gar nicht hingefahren. Und die hat auch nur bis 11 geöffnet, haben wir gehört. Wir fahren jetzt weiter Richtung Stadt zurück zum Opernhaus und zum Sultanspalast und auch zum Markt. Weißt du, ob wir die 3 Stunden schaffen oder ob wir noch eine Viertelstunde dranhängen? Schauen wir mal, das ist ganz flexibel bei dem Taxi. Wir sind jetzt hier am Royal Opera House Muscat angekommen und da waren wir tatsächlich auch vor 8 Jahren schon. Es ist einfach so wunderschön, die Bepflanzungen und dieser, ich glaube es ist Marmor, also ich vermute es ist Marmor, aber echt schön aus. Wir laufen jetzt hier durch die Opera Galerie, da sind hier so einige Shops. Man kann auch eine geführte Guided Tour machen durchs Opernhaus. Kostet für 4 Personen, dauert knapp 20 Minuten, eine halbe Stunde. Haben wir uns jetzt dagegen entschieden, hatten kein Interesse an einer Opernhaustour. Aber es ist trotzdem, sind auch schön und für euch zur Info, die Tickets kann man direkt vor Ort kaufen. Und wir schlendern jetzt hier noch durch und dann fahren wir weiter zum Sultanspalast. Wir sind jetzt hier am Markt angekommen und hier gibt es natürlich Gold, Silber, Schals, Tücher, Souvenirs, aber auch Weihrauch. Und wir schlendern jetzt hier mal durch. Ja, hier ist der Weihrauch, man riecht es auch. Wir kaufen jetzt hier ein bisschen Safran. 2 Gramm kosten hier ungefähr 16 Euro. Es gibt aber auch verschiedene Teesorten. Und ja, Gewürze gibt es hier auch. Unser letzter Stopp ist jetzt der Sultanpalast. Wir mussten aber tatsächlich auf 4 Stunden aufstocken. 3 Stunden haben jetzt noch nicht ganz gereicht. Wir haben bei der Moschee doch ein bisschen länger gebraucht und jetzt auf dem Markt. Deswegen haben wir jetzt einmal gesagt, wir buchen einfach nur 1 Stunde länger. Gar kein Problem. Wie gesagt, der letzte Stopp jetzt hier der Sultanpalast und dann geht's zurück aufs Schiff. Aber ich zeige euch natürlich noch ein paar Eindrücke vom Sultanpalast hier. Wir können sehen, dass der Sultan zu Hause ist, da die Flagge ganz oben hängt. Das haben wir gestern im Fernsehen gehört. Da haben sie über Muscat gesprochen und wenn die Fahne oben ist, dann ist der Sultan zu Hause. Mal klopfen, vielleicht lässt er uns ja rein. Thank you.
unser 4-stündiger Ausflug nach Muscat ist jetzt vorbei. War wirklich schön. Wir haben jetzt 30 Euro pro Person bezahlt. Wir waren ja zu viert. 120 Euro für 4 Stunden. Er hat auch an verschiedenen Fotospots angehalten, am Meer, an einem Aussichtspunkt, wo man die Altstadt von Muscat gesehen hat. Also wirklich schön. Und jetzt sind wir zurück am Schiff und ziehen uns die Badesachen an und gehen an den Pool, denn es ist wirklich sehr, sehr warm. Kein Wölkchen am Himmel. Heute werde ich nicht so viel zu Mittag essen, denn wir gehen heute um 18 Uhr schon zum Teppanyaki-Grill. Japanisch essen. Ist ein Aufpreisrestaurant, aber wollten wir unbedingt testen. Das machen wir heute Abend und da haben wir schon den Tisch für 18 Uhr reserviert. Ja, deswegen gehe ich mir nur im Fuego-Restaurant wahrscheinlich einen Tee holen, was trinken und vielleicht hole ich mir ein Softeis. Das war's aber auch. Das Teppanyaki, den Teppanyaki-Grill zeige ich euch dann später auch. Jetzt erstmal aufs Schiff, auf die Kabine umziehen und ab ins kalte Nass. Ich versuche euch das Fuego-Restaurant ein bisschen zu zeigen. Es ist immer sehr voll, weil hier halt echt wenig Platz ist, aber ich gebe mein Bestes. Hier gibt es die Softeismaschine, die ist gerade leer, aber sehr begehrt. Dann gibt es hier verschiedene Desserts, Donuts, geschnittenes Gemüse. Dann kommen wir zum Buffet. Hier gibt es immer verschiedene Toasts, gefüllt jetzt aktuell hier mit Pulled Pork, Bagel mit Chili con Carne oder Wrap mit Putenbrust. Klingt sehr, sehr lecker. Dann gibt es hier einmal Nudeln, Barilla Spaghetti mit Pesto. Könnt ihr euch dann hier bestellen. Burger. Gibt einmal Chicken Burger, vegetarischen und auch normalen Burger. Sind wirklich sehr, sehr lecker. Und hier gibt es Kartoffelpuffer mit verschiedenen Toppings, Apfelmus, Zimt, Zucker, Zitronenschmand und Käse. Käseschmand. Gibt's da zur Auswahl. Auf der anderen Seite habt ihr dann Rinderbraten und verschiedene Buffetsachen wie Kartoffeln, Spaghetti, Knödel, Würstchen, Fischstäbchen, Chicken Wings, Schweineschnitzel, kleine. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Salat. Zum Auslaufen bin ich auf Deck 16, in der Kabine von der Freundin von meiner Mama. Die ist nämlich auf der anderen Seite. Also wir haben aktuell die Seeseite, würde ich sagen, und sie schaut zum Hafen. Das heißt, man kann dann hier sehen, wie das Schiff vom Hafen wegfährt. Aber leider sieht man jetzt nicht, wie die Seile abgebunden werden oder so, weil da das Lanai-Deck, glaube ich, ist es, unter uns ist. Aber ja, sehr schöne Aussicht und wir genießen jetzt das Auslaufen aus Muscat. Also man hat es kaum gesehen, da der Mann mit gelbem Helm hat gerade die Seile da von der gelben, weiß was auch immer das im Boden ist, abgemacht. Jetzt geht's los, jetzt werden die hinteren Seile abgemacht. Ich finde sowas immer sehr faszinierend zu beobachten, wie so die Prozesse laufen im Team und so weiter. Der Kapitän hat ja auch gestern erzählt, dass es alles Teamarbeit ist auf der Brücke, die man übrigens da vorne sieht. Man kann leider nicht reinschauen, aber da ist die Brücke. Und ja, wie gesagt, ich finde das mal sehr, sehr spannend, da dazu zu schauen an Land und auch auf der Brücke und dann die Lotsen, die mit einem mitfahren und aus dem Hafen begleiten. Also ich finde das immer sehr, sehr interessant. So, man sieht schon, das Schiff entfernt sich vom Hafen. Jetzt geht's los. Bye bye. Muscat, next stop, Dubai.
Ich habe es schon angekündigt, heute sind wir im Teppanyaki Grill, Asia Grill. Und das ist hier die Karte, die zeige ich euch gleich. Es ist ein Aufpreis-Restaurant, das heißt, man muss das Menü bezahlen. Vegetarisch kostet 30 Euro, klassisch 34 und Hauptgang und Chefkoch 39 Euro. Und es gibt Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Und ich bin sehr gespannt. Für mich gibt es als Getränk Cola und den Tokyo Ice Tea. Der wurde mir hier empfohlen. Ich guck mal, was da drin ist. Da ist drin Sky, also Wodka, Bacardi, Sierra ich zeig's euch, ich kann den nicht vorlesen. Orangensaft, Cointreau, Zitronensaft und Sprite. Getränke sind hier auch im Restaurant exklusive. Unsere Vorspeise ist da und es gibt Edamame, Gyoza und das weiß ich leider nicht mehr, das war das dritte auf der Karte. Sieht auch nach Teigtaschen aus, gefüllt mit Meeresfrüchten und vegetarisch. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Willkommen hier in Teppanyaki. The most quiet and the place here in the Cosma. My name is Aldrin Sereneo from Manila, Philippines. And I will be your chef this evening. So, we're going to start cooking. We're going to order two scallops on Yapon mussels, madam. How would you like to cook your beef fillet? Medium, please. Medium. So now, I make first a Japanese exercise. And here we go. Alright, so let's start with Japanese helicopter going to Dubai. Alright, Bruce Lee, karate. One more magnet, yeah? Another one more magnet. End of exercise. Thank you so much, guys, for your attention. You should be happy, happy. This one is baby boy. Baby boy. Baby boy. Here in Teppanyaki, we have a secret menu. The Teppanyaki. Now, I have here my. My ayah. I have three ayah, so now I'm gonna play a little bit ping pong. Here we go. That is a Japanese basketball, and now I'm gonna hold this egg. So everybody rolling on the griller. Rolling on the river. And now here we go. 1, 2, 3, 4, 5. And I make a Japanese samurai. Oh, you're so hard. Oh, welcome to the world, baby chicken. It's a baby girl. It's a baby girl. One more, rolling. So now. A big hug for you guys. So welcome here in Teppanyaki. The teriyaki sauce, the Japanese sauce, yeah? Teriyaki sauce, the Japanese sauce, and the dry cooking. The veggie burger. And now it's time for washi-washi. So washi-washi. Ooh la la. Still alive.
Der erste Teil des Hauptgangs ist jetzt da. Meine Jakobsmuscheln mit Gemüse, Reis. Meine Mama hat die Udon-Nudeln. Und hier gibt es die Garnelen. Und wir teilen uns das jetzt. Meine Hauptspeise ist da. Es gibt das Rinderfilet nochmal mit Reis. Und der Kellner hat mir ein Herz gebracht. Er meinte noch, er hat 20 Kamele zu Hause. Mal gucken, ob meine Mutter mich dann verkauft für die 20 Kamele. Unser Dessert ist da und für mich gibt es hier gebackene Banane mit grünem Tee-Eis. Ja, das Eis hätte ein bisschen mehr sein können, aber naja. Bisher war es aber wirklich sehr, sehr lecker. Also ich bin pappsatt und es war sehr lecker. Ich habe das Hähnchen probiert und auch den vegetarischen Pfannkuchen. Alles sehr lecker. Ja, der Akku meiner Kamera war tatsächlich leer. Ich muss jetzt gerade auf der Kabine ein bisschen aufladen, damit ich noch das Video beenden kann. Was für ein spektakulärer Tag, also was wir alles heute erlebt haben. Muscat in 4 Stunden, Sightseeing, ja, am Pool gechillt und dann waren wir im Teppanyaki Asia Grill. Das war echt ein Highlight. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Also lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu gehen. Die Show auch von dem Koch, mega gut gemacht, sehr witzig. Wie gesagt, wir sind pappsatt gewesen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann The Voice of the Ocean, echt professionell gemacht hier auf dem Schiff. Als wäre man wirklich bei The Voice of Germany. Und hat echt Spaß gemacht. Bis zum Schluss geguckt, die Gewinnerin gekürt und hat echt Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, jetzt geht's ab ins Bett. Morgen ist so ein halber Seetag. Wir sind in Dubai dann ab 14 Uhr. Das heißt, morgen früh wird noch gechillt. Morgen gehe ich zum Hypno irgendwas. Dazu erzähle ich euch morgen dann mehr. Und dann schauen wir das Einlaufen nach Dubai. Das wird auch sehr spektakulär werden mit den Hochhäusern und dem durch die Marina fahren. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf morgen. Morgen Abend geht es dann in Dubai ins Global Village.
Das ist so ein kleines Epcot, würde ich schon sagen. Und ja, seid dabei, wenn wir morgen Dubai erkunden. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder.